Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Satisfactory hier auf Dadelbert TV. So, das Dach ist soweit erstmal fertig. Ich werde hier jetzt den Weltraumlift abbauen. Ich hoffe, dass ich das hier irgendwie so hinkriege. Ich hoffe auch, dass ich genug Platz im Inventar habe. Doch, sollte passen. Oh, wie weit muss ich denn runter? Jetzt geht's. Jo, passt, er baut sich ab. Wir gehen wieder hoch. Ich habe das jetzt so ein bisschen ausgemessen, dass ich so grob in der Mitte lande. Müsste eigentlich funktionieren. Und dann stellen wir das Ding hier auf und leiten die ganzen letzten Teile hier hoch, dass wir mal sehen, auf was für einem Stand wir aktuell sind. Fliegen hier mal so weit hoch, wie wir kommen, dass wir hier gut was sehen. Also es müsste so in etwa die Mitte sein, was ich hier angezeichnet habe. Das ist auch die Größe von dem Gerät. Das heißt, wenn wir es jetzt hier... so ansetzen sollte es eigentlich funktionieren. Jawohl, das sieht doch gut aus. Das sieht doch richtig gut aus. Baut sich jetzt langsam auf, das schöne Ding. Gucken wir uns noch mal ganz in Ruhe an den Spaß. Da oben kommt er. Sieht irgendwie aus, als würde er daneben gehen. Und da ist er. Perfekt. So, dann haben wir hier die Zugänge. Und zwar müssten die auf dieser Seite hier sein. Es sind drei Stück. Wir haben zwar vier Items, aber es ist letzten Endes vollkommen wurscht. Haben wir echt nur die beiden die drei Zugänge hier? Da müssen doch noch mehr sein, oder? Ah ja, genau, hier sind auch noch welche. Waren das Ausgänge? Hat das Ding auch einen Ausgang? Das würde mich jetzt schwer wundern. Nee, hat mehrere Zugänge. Okay. Dann gehen wir jetzt runter und leiten den ganzen Krempel hoch. Und in der Zeit erkläre ich euch mal, was ich jetzt angestellt habe, damit die Dinger hier laufen. Und zwar habe ich nochmal geguckt, wegen dem Öl, alles schick, alles schön, alles gut. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ist ein bisschen aufwendig, da jetzt nochmal was dran zu hängen. Weil einfach mit so ein neues Ding da dran machen, ist es leider nicht getan. Das heißt, ich müsste so oder so die Bahnstrecke nochmal ausbauen und das ist mir ehrlich gesagt für den Status der Staffel ein wenig viel. Das sind, wir sind jetzt schon viel, viel weiter, als ich es geplant habe von der Folgenanzahl her. Und da jetzt nochmal ein, zwei oder vielleicht sogar drei Folgen dran zu hängen oder eben eine halbe Tonne Offscreen-Zeit, um das irgendwie in Gang zu kriegen, sehe ich aktuell einfach nicht. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich habe ja haufenweise von diesen Aluminium Hüllen im Lager, genauso wie ich haufenweise von den Funksteuereinheiten im Lager habe. Und die habe ich jetzt einfach hochgelenkt und in die entsprechenden Produktionsstätten gesteckt. Und ich gehe mal davon aus, dass mit dem bisschen, was wir jetzt durch das Öl noch produzieren, dass wir damit dann auf eine entsprechende Anzahl kommen, mit der wir das Ganze dann auch fertig kriegen werden. Und ich werde das Ganze natürlich offscreen hier weitermachen, bis die Space Parts oben voll sind. Aber ich habe jetzt keine Lust, mit euch noch eine riesen Bahnhofsaktion oder irgendwas zu starten. Das wäre einfach zu aufwendig, sage ich euch ganz ehrlich. Was für mich viel wichtiger ist, ist, dass wir das Ding hier zu Ende kriegen zum einen. Und zum anderen natürlich auch, dass wir mal rausfinden, was hat es mit dieser goldenen Tasse auf sich. Und was hat es mit dem goldenen Karren auf sich? Den gibt es irgendwie auch noch am Ende. Und das möchte ich mit euch einmal ausprobieren, wie wir das Ganze dann hinbekommen, dass das dann vernünftig läuft. Ach, guck mal, das ist ja im Prinzip schon gesplittet. Dann machen wir da einfach zwei Zweier-Dinger draus. Nee, das war nix. Machen wir nochmal. Das müsste passen. Sehr gut. So, damit sollten jetzt alle Teile nach oben befördert werden.
Ist eh alles temporär. Ich reiße das wieder ab, sobald es fertig ist. Deswegen werde ich jetzt hier auch nicht großartig rummachen und versuchen, das irgendwie wunderschön hinzubekommen. Ziehen jetzt hier einfach ein Band lang. Klemmen hier vorne einen intelligenten Splitter davor. Von dem aus wir das dann da alles reinlenken werden. Ah, das habe ich mir gedacht. Machen wir so. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, was kommt denn hier überhaupt. So, die, da müssten aber doch auch die anderen Teile bei sein. Ah, hier hinten sind sie. Also wir haben einmal den thermalen Raketenantrieb und einmal die Magnetfeldgeneratoren. Also, links nehmen wir die thermalen Raketenantriebe und rechts die Magnetfeldgeneratoren. Und schwuppdiwupp fängt es an voll zu laufen. Das sieht schon mal gut aus. Und auf dieser Seite machen wir genau das Gegenteil. Beziehungsweise genau das Gegenstück. Intelligenter Splitter. Wobei brauche ich ja gar nicht. Hier kommen sie ja getrennt hoch. Ja. Hier kommen sie getrennt hoch. Ihr geht da rein. Ist nur die Frage, wo kommen die anderen Dinger hoch? Müsste irgendwo da hinten sein. So, und so habe ich dann nachher die Möglichkeit, wenn die ersten Sachen fertig sind, die dann auch dementsprechend abzukoppeln. So, jetzt müsste aber von allem was da sein. Warten wir noch kurz ab. Passt. Perfekt. Und dann möchte ich mit euch natürlich auch noch mal einmal hier rüber gehen. Das habe ich ja auch versprochen, dass wir uns einmal anschauen, wie der ganze Spaß hier abläuft. Ihr seht schon, da gibt es eine Menge mit Lichteffekten und so weiter. Gucken wir uns einmal zuerst an. Also das Ding lädt sich auf, ne? Also das Licht geht so rum und irgendwann leuchtet es dann komplett und dann kommen in der Mitte diese Elektroblitze. Voll cool gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich richtig cool. Ist aber nicht das Einzige, was das Ding zu bieten hat. Und zwar ist es nachher auch so, wenn er sich dann wieder entlädt, so wie jetzt, glaube ich, fängt er halt wieder von vorne an. Und wenn er jetzt schaut, wir haben jetzt, nee, gar nicht, die Hälfte hat er jetzt erreicht. Die Energieverbrauchsleistung von den Dingern geht richtig stark aufwärts, ne? Also die schwankt immer weiter hoch, bevor dann eben ein so ein Block rauskommt und das dauert ganze 2 Minuten, bis das Ding fertig ist. Gucken jetzt mal, der erste ist ja halb fertig. Ja, jetzt fängt das Ding an, da wieder durchzudrehen. Da komme ich jetzt hier nicht drauf, doch. Ja, und dann geht es eben wieder von vorne los. Schön animiert, muss ich sagen. Finde ich richtig gut gemacht. Schade, dass es jetzt dunkel wird. Aber ist nicht schlimm, dann leuchtet es besser. So, und ich glaube, wenn er mit dem Durchlauf fertig ist, dann resettet er sich und geht wieder zurück auf Anfang. So, jetzt dürfte es soweit sein. Genau, jetzt hat er wieder von vorne angefangen, ne? Und dann kommen die Dinger da schön raus und laufen dann schön nach oben. Jetzt gucke ich mal einmal gerade. Ich habe nämlich hier noch so ein bisschen was von dem Spacepart-Kram in der Tasche. Schmeiße ich jetzt einfach mal alles da rein. Montage-Leitsysteme habe ich noch. Das kann in die Tonne. Ich glaube, das war's. Jawohl, das sieht gut aus. So, und ihr seht oben schon, ne, also von dem, wovon wir 4000 brauchen, da haben wir am meisten, was auch sehr, sehr gut ist. Von dem, wo wir 1000 von brauchen, haben wir noch nicht so viel. Wird also noch eine ganze, ganze Weile in Anspruch nehmen, bis das dann hier komplett fertig gelaufen ist, das Ganze. Aber es läuft. Gut. So, während das am Laufen ist, möchte ich mit euch einmal nochmal den Strom angucken. Na, das ist ja auch nochmal eine interessante Nummer. Wir verbrauchen aktuell 18K knapp.
produzieren 20k und insgesamt könnten wir 28k gebrauchen. Das heißt, wir könnten jetzt locker nochmal zwei, drei Atomkraftwerke hinten dran setzen. Aber dadurch, dass jetzt sowieso alles relativ stockend läuft, brauchen wir das eigentlich nicht. Müssten wir so mit klarkommen. Wir gehen jetzt noch einmal die einzelnen Produktionsstätten durch. Ne? Hier haben wir die Montageleitsysteme. Der läuft auf 98%. Der auf 99% bin ich mit zufrieden. Das genügt mir. Dann haben wir hier vorne. Das müssten die Raketenantriebe sein. Die laufen bis auf die verschmolzenen modularen Rahmen aus irgendwelchen Gründen. Habe ich die noch nicht angeklemmt? Doch, müsste ich eigentlich angeklemmt haben. Kühlsysteme, die Dinger. Mittleres. Doch, habe ich angeklemmt. Okay, also da scheint es auch noch mal ein bisschen zu hapern. Gucken wir gleich mal nach, woran das liegt. Gucken wir noch mal eben hier. Hier haben wir die Magnetfeldgeneratoren. Die laufen auch nicht so richtig. Hier fehlen die elektromagnetischen Steuerstäbe, wenn ich das richtig sehe. Wobei das eigentlich auch nicht sein dürfte, weil da kommen eigentlich genug unten rein. Müssen wir mal gucken, woran das hapert, dass die nicht so gut produziert werden. So, und dann gehen wir noch mal schnell hier rüber. Oh, da konnte man es gerade richtig gut sehen. Und checken mal einmal ab, was mit diesen Rahmen jetzt nicht passt. Ja gut, die Dinger sind halt noch nicht voll gelaufen, ne? Aber die werden produziert und die laufen auf 100%. Das sind die Jungs mit den Funksteuereinheiten. Sind in Arbeit. Wobei, warte mal, verschmolzener modularer Rahmen oder die Druckrahmen? Welche brauche ich denn jetzt genau da hinten? Das ist eigentlich wie, wenn ich da drin stehe? Ich probiere das mal gerade. Dass ich gleich tot bin. Das war's schon. Jetzt war ich zu spät. Wir könnten es nochmal versuchen. Na, ich glaube, da passiert nichts. Okay. So. Muss ich nochmal einmal ganz kurz gucken, was wir hier jetzt wirklich nochmal brauchten. Waren die hier, ne? Die verschmolzenen modularen Rahmen. Ich will's wissen. Glaube, das Ding entlädt sich gar nicht richtig, wenn ich da drin bin. Da ist nämlich das Problem. Ich brauche nicht die Dinger da drin, sondern ich brauche die Dinger. Das habe ich völlig falsch angeklemmt. Dann kann das auch nicht funktionieren. Gut, dass wir das nochmal nachgeguckt haben. Mach das jetzt mal eben so. So. Die brauchen wir nicht mehr. So. Dann sollte auch das jetzt vernünftig laufen. Zwischen wir noch mal rüber, weil die Raketenantriebe müssten eigentlich ohne Probleme laufen. Jetzt füllt es sich, jetzt läuft es. Okay, perfekt. Dann haben wir das auch gelöst. Das haben wir auch gelöst und dann ist es letzten Endes. Ach so, genau. Elektromagnetische Steuerstäbe wollten wir auch noch mal nachgucken, was da passiert ist. Die waren irgendwo hier, entweder auf der Etage. Ich glaube, da vorne sind sie. Die beiden Jungs hier. 99%, 60%. Statoren. Statoren ist hier das Problem.
Gut, dann lasst uns mal gucken, wo die Jungs herkommen. Über diese Leitung. Ja, und da geht es dann los mit dem Troubleshooting. Das finde ich ist auch cool an der Aufbauart. Dadurch, dass alles aufeinander aufbaut, kriegt man halt am Ende genau raus, wo es hakt und wo es eben Schwierigkeiten gibt. Ne? Wir wissen, Öl läuft nicht. Aber da habe ich mich jetzt halt schon 100 Mal dran versucht, das irgendwie zum Laufen zu kriegen. Und ja, diese Rohre sind halt einfach für den Hintern. So, dann geht es hier runter. Und nochmal runter und nochmal runter und nochmal runter. Und nochmal runter. Und hier kommen sie rein, so wie es aussieht. Jawohl. Und zwar aus dieser Maschinerie hier. Automatische Verkabelung. Die sind aber pickepacke voll. So, dann müssen wir einmal kurz gucken. Hier sind die Mehrzweckgerüste. Ich glaube, dann sind die Statoren hier vorne irgendwo. Eben rausfinden. Hier sind sie. So, der läuft auf 99. Der läuft auf 99. Der auch. Der läuft nur auf 95. Stahlrohre sind das Problem. 93. Stahlrohre kommen von hier. Ne, das sind Kabel. Wo kommen die Stahlrohre her? Von da hinten wahrscheinlich. Ne, das ist eine andere Produktionskette. Hier ist Gummi zwischen. Stahlrohre müssen hier irgendwo noch mit aufgebaut werden. Hier werden sie gebaut. So, und da sehe ich schon mangels an Stahlbarren. Woran hapert es denn bei den Jungs? Nö, die laufen doch. Oder haben wir hier Fließbandprobleme? Nö, die Stahlbarren laufen. Und hier haben wir Kupferbarren. Die sind egal. Hier haben wir die Stahlträger. Und hier haben wir die Stahlrohre. Mal eben gucken, wie ich das hier alles aufgebaut habe. Okay, also die Stahlbarren laufen hier weiter. Hier ist Kohle und so weiter. Alles gut. Beton. Hier läuft eine Rutsche lang. Okay, dann können aber nur bestimmte Schwierigkeiten machen. Müssen wir mal gerade rausfinden, welche das sein können. So, da sich die Fließbänder alle bewegen, haben wir auf jeden Fall nirgendwo einen Überschuss. Die hier laufen vernünftig. Die hier laufen auch nicht vernünftig, ne? Also als würde irgendwo schon von vornherein was fehlen. Okay, machen wir mal Folgendes. Ist jetzt auch nur ein Schuss ins Blaue, ob das überhaupt funktioniert, aber wir testen es mal. Ach nee, gar nicht. Jetzt habe ich Mist gebaut. Fusionator. Die beiden hier muss ich austauschen.
So, und dann würde ich hier jetzt sagen, nach rechts bitte den Überschuss. Und den tauschen wir auch nochmal aus. Und hier kommt die Einstellung nach links mit dem Überschuss rein. Wie sieht es hier drunter aus? Ah, da ist Platz, sehr schön. So. Warte mal. Ist das nicht das Band mit den Stahlbarren für... Ja, perfekt. Das habe ich per Zufall richtig gut platziert. Dann müssen wir es anders machen. Dann kommt hier einfach der Fusionator rein. Ob das hinhaut, gleich mal gucken. Nee, zu nah dran. Machen wir nochmal. Und hier das gleiche Spiel. So, dann lass uns doch hier mal die Hauptleitung ein bisschen besser laufen. Na, guck mal, und schon füllt sich der Spaß nämlich auf. Und er kriegt jetzt gar keine mehr, oder wie? Und das gleiche Spiel hier nochmal. So. Und jetzt sollte der Überschuss nach unten laufen. Und die ganze Nummer sollte laufen. Irgendwann. Bin echt gespannt. So, Stahlrohre laufen. Checken wir einmal die Statoren ab, ob die jetzt mehr Input haben. Das war, glaube ich, hier, ne? Und zwar fangen die an auf der Seite. Der ist voll. Der ist voll. Der ist voll. Der noch nicht. Jetzt schon. Und der kriegt den kümmerlichen Rest. Und damit sollte die Produktion dann eigentlich vernünftig laufen. Mal 2, 4, 5.
habe ich doch in der Mitte wieder irgendwo was zugeführt. Oder ist das ein MK2 beim nächsten MK? Das ist sogar MK3. Sehr gut. Okay, perfekt. Nö, dann sollte das jetzt passen. Und sollte dann anfangen, hier aufzugehen, Stück für Stück. Ja, perfekt. Gut. So, dann haben wir das Problem hoffentlich jetzt auch behoben, dass das mit den Statoren läuft. Ansonsten, wie gesagt, würde ich mich da am Lager bedienen. Wenn das immer noch nicht besser ist, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt über in eine vermutlich sehr, sehr lange Offscreen-Session und dann hole ich euch dazu, entweder wenn zwischendurch noch was Spannendes passiert, dass ich also nochmal irgendwie tatsächlich eine Produktion nochmal irgendwie umreißen muss oder sonst irgendwas, oder wenn die Space-Parts oben alle abgeschlossen sind, dass wir uns dann mit dem wirklichen Finale auseinandersetzen können. Also in diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.